Und damit heiße ich euch ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Anno 1800. In der heutigen Folge werden wir uns wie gewohnt darum kümmern, unsere Stadt in den Himmel zu ziehen, sich unsere Bevölkerung wohlfühlt, und wir werden sofort damit beginnen, denn ich habe eine kleine Meldung bekommen. Und zwar habe ich die Idee, was ist das für ein Name, ne? Tyrofolm. Das klingt wie irgendwas, keine Ahnung. Chloroform, keine Ahnung. So, und zwar werden wir diesen Ort schön deutsch Dreisdorf nennen. Dreisen oder Dreisendorf. Dreisendorf, das ist Eisendorf. Das klingt doch schön. So, denn ich habe mitbekommen, in Dreisendorf fehlt es an einem Besucherhafen. Und das werden wir schleunigst ändern, indem wir einen bauen. Den ziehen wir hier drüben mit hin. So, dafür fehlt uns aber erstens an Geld und zweitens an Glas. Und deswegen werden wir jetzt einmal hier rüber wechseln nach Ditchwater und ein kleines bisschen Glas herstellen. So, einmal hochziehen die ganze Bude hier. Haltet das Förderband an! Die Pause ist vorbei. Es juckt. So, und dann stellt mal ein bisschen Glas her, bitte. Währenddessen benötigen wir dringend einen zweiten Clipper. Dafür brauchen wir erstmal 30 Segel. So. Die können wir auch erstmal herstellen. Und sowas hier können wir gleich pausieren. Wir machen hier nichts. Das brauchen wir erstmal nicht mehr. Können wir erstmal eine Pause reinmachen. So. Damit unser Geld natürlich erstmal wieder hochgeht, ne? So, wir benötigen 30 Segel. Vielleicht, warte mal, vielleicht haben wir sogar Glück. Und er verkauft Segel. Nein. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Gut. Wie geht's in unserer Bevölkerung? Haben wir die Kirche? Ich schwanke noch zwischen nichts haben und nichts vermissen. Genau, die brauchen Pelzmäntel. Darum wollen wir uns in der heutigen Folge ja auch kümmern. Dass wir in die neue Welt reisen und uns um Pelzmäntel kümmern. Jetzt! Jetzt ist es richtig rum. Wir werden uns um Pelzmäntel kümmern. So, wir brauchten, wie viel? Ich glaube 30 Fenster, ne? Irgendwas war das doch, oder? Waren da 30? Nein, 8. 8 Fenster? Genau, und ich frage mich gerade. Achso, okay, gut. So. Also wir können die Fensterfabrik schon wieder einstellen. Im Moment. Ich sollte nicht nach Gründen fragen. Weil Fenster haben wir genügend. Wir kümmern uns hier um. Der Zustrom ist in dieser Saison deutlich angestiegen. Gut. Das Lager ist voll. Wir brauchen noch 10 Segel, wenn die sich beeilen. Viele neue Besucher treffen im Hafen von Ditchwater ein. Das ist doch herrlich. Dass der Hafen ja so beliebt ist. Dass das allgemein Ditchwater so beliebt ist. Das ist ja noch schöner. Wir brauchen Ingenieure. Genau. Und für Ingenieure brauchen wir Pelzmäntel. Pelzmäntel, guck mal. Aus der neuen Welt. Diese werden wir nachher auch mal reißen. Ich nutze die Zeit zum Denken. Dann nutzt die Zeit mal zum Denken. Tiere haben wir leider nichts Neues. So, noch ein Segel, dann können wir uns hier um unseren Clipper kümmern. So. Check, Dankeschön.
Dann baut jetzt mal den Clipper fertig. Hier ist Wurst drauf. Können wir die eigentlich schon wieder rüberlegen? Ja. Wobei, dann brauchen wir ja eigentlich gar keinen Clipper. Dann können wir das ja. Dann können wir ja mit dem sogar schon bis rüberfahren. So. Jetzt fehlt es uns nur noch an Geld. 25.000 benötigen wir. Guck mal, die sind ultra happy. Sehr schön. Sind auch alle fleißig hier am Produzieren. Really Ribbosack hat Anteile an seiner Insel. Was? Hat Anteile an seiner Insel. An seiner Insel Little Hopping von Beryl O'Mara zurückgekauft. Ich habe leider zu viele Neider. Ich nenne sie Wibliisten. Und es gibt so viel Wibliismus da draußen, dass ich schon selbst anfange, ihnen zu glauben, wenn sie sagen, ich wäre ein leichter Gegner. Wibliismus, du bist schon so ein Wibliismus. Und Alter, was hat denn der alles? So ein majestätisches Gebäude. Jo, der hat schon schon viele Tiere, Was ist das hier? Ist das Rathaus, okay. Marktplatz, Feuerwehr. Sind das schon Ingenieure hier? Ich weiß es gar nicht. Wohngebäude, Kirche. Was das hier ist? Das Sternwarte? Ne, Universität. Oha, cool, guck mal. Schiff vom Stapel gelaufen. So, Schiff vom Stapel gelaufen. Okay, gut. So, dann packen wir 32 Fenster hier rüber. Jetzt brauchen wir nur noch 2000 und dann können wir. Ich kann kein Zwieback mehr sehen. So, dann wir legen das Schiff erstmal hier vor Anker. Route eingezeichnet. Steuermann. So, dann kommen wir hier rangefahren. So, jetzt können wir nämlich gleich das zweite Schiff noch herlegen und wir haben 25.000, das heißt, wir können den jetzt hier auch den Wunsch erfüllen. Und einen Besucherhafen bauen. Irgendwie hängt das Spiel gerade wieder. Ich verstehe nicht, warum das Spiel in letzter Zeit so oft hängt. Irgendwie macht das so ein paar Problemchen. Ich will doch bloß was bauen, ey. Ja, ich glaube, das wird jeden Moment, ich hoffe, das wird jeden Moment weitergehen, ne? So, wenn sie sich jetzt mal beeilt und ihr endlich mal fertig lädt, ey, kriege ich schon wieder so das Kotzen, ne? Sound und so, das läuft ja alles weiter, aber... Jetzt... Oh Gott. So, okay, während das hier gerade lädt, können wir uns mal ja die anderen Inseln angucken. So, das ist die Insel von unserem Bruder, glaube ich. Wow, oh, jetzt war ich erschrocken, Alter. Mein Gott. Alter, ich verstehe es nicht. So. Dann, okay, komm. Vielleicht können wir ja den Clipper erstmal voll packen mit Ware. Und dann können wir ja vielleicht ja ein bisschen was verkaufen. So, komm. Holz kann man verkaufen. Ein neuer Auftrag? Ja, ja. So, fahren wir erstmal zu Sir Archibald Blake. Und wir haben eine Aufgabe. Endlich gibt es wieder was. Wir haben eine Bewohneraufgabe.
sollte nicht nach mehr fragen. Ich brauche Hilfe bei einigen kleinen Problemen. Fotografin, sie Feuerwehrwache, na klar, komm her. Und das schick mal ab. Bitteschön. So. Auf Ihren Befehl. Eifrig wie eine dreibeinige Ziege. Ja, 600, ne? Kriegt man ja nix raus, ey. Ein neuer Auftrag? Ja, er arbeitet jetzt für jemand anderen. Ich wollte gerade ein wenig durchlüften. 7500, ne, das ist dann bald, ist das. Ah, komm mal, jetzt haben wir neue. Setz die Segel. Sind unterwegs. Man sieht, jetzt sieht das auch viel geiler aus hier. Oh, ey, das sieht ja so schön aus mit diesem Gelb-Blau. Wow. Nice. So, na dann gehen wir einmal in die andere Welt. Kommen wir da schon eigentlich rüber? Weltkarte. Können wir nicht. Dann machen wir mal das hier. Na warte, komm ich. Alles vorbereitet. Dann komme ich mal mit meinem Clipper rüber zu dir gesegelt. Dann komm ich mal. Was ist das hier hinten eigentlich? Haben wir auch irgendwie eine Besucheraufgabe? Ach nee. Irgendwo muss man ja anfangen. Bitte pünktlich. Ich habe eine Taschenuhr. Ja, Alter, komm, das ist jetzt das. Los geht's. Dann packen wir schnell auf das Flaggschiff hier. 14 Tonnen wollte der ankommen. 50er, zack. Sagen, dass das. Was ist? Schiff unter Beschuss. Sind unterwegs. Jemand versorgt den Mörder von Matankai. Fahr doch hin, Alter. Fahr doch. Oh, Scheiße. Schiff unter Beschuss. Ruder übernehmen. Fortuna war uns nicht gewogen. Route eingezeichnet. Ruder übernehmen. Komm bitte. Schiff unter Beschuss. Route eingezeichnet. Ist diese Form der Selbstlosigkeit angemessen? Oh, nein. Unter Beschuss. Dann scheiß da drauf. Los, bring hin. Schiff unter Beschuss. Jetzt mach hin, komm. Hast du mich erst? Ein Schiff wurde zerstört. Schiff unter Beschuss. Ja komm, da verrechnen wir uns, Alter. Jeder Einzelne wird gerecht werden. Was? Und jetzt ist mein Spiel wieder hängen geblieben. Ah, nee, doch nicht. Schiff unter Beschuss. Pack mal live, was ist das denn jetzt? Ich war ziemlich sicher, dass du das hinbekommst. Alter, ist jetzt. Du willst mich jetzt verarschen, oder? Mir ist dein scheiß Jing egal. Junge. Was fängt denn die jetzt an? Unterwegs. Setz die Segel. Schiff unter Beschuss. Alter, du Snitch. Du hässliches Drecksvieh, Alter. Toll, und jetzt hab ich kann mir keinen Clipper bauen. Jetzt mach hin, ey.
Meine Güte, Alter. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Alter, was war das denn jetzt? Alter, das war direkt meine Transferroute. Come on. So, jetzt mach ihn mit dem Kack-Clipper bitte. Wie ist der? Da wollen wir gerade mal in die neue Welt. Und dann kommt ihr mit so einer Scheiße an. So, der Clipper ist fast fertig. Gut, 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 gut. Dreisendorf begrüßt zum ersten Mal Besucher. So muss das sein, so gefällt mir das. Ich habe eventuell eine kleine Vermutung, warum Anno mal so ein bisschen nachhakeln könnte. Das ist einfach meine Festplatte zu voll, wo ich Anno drauflaufen habe. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Was ist jetzt? Bei uns die Speicherstadt, ja, segelt zu diesem scheiß Leuchtturm, ey. Leck mich mit deinem Kack-Leuchtturm, ey. Nein, ist jetzt hier. Es ist die Ware untergegangen, ganz toll. Ganz hervorragend. Wirklich ganz hervorragend. Und jetzt ist der Clip auch noch fertig. Hervorragend. Alter. Oh, sagen Sie nicht, dass ich... Ihre Majestät ist nicht zu... Jedwede Unterstützung vermag es, die Kreise Ihrer Majestät zu beeinflussen. Als Schuldiger. Adjutant Ihrer Majestät bin ich äußerst aufmerksam. Der geringste Anruf... Nicht doch. Verschwenden Sie nicht anderer Leuts Zeit. Flotte legt ab. Wir wären dann soweit. Stimmt. Reiten jetzt darauf rum... Vom Stapel gelaufen. Hoffnungslosigkeit. Ja, okay, komm, veröffentlichen. Ich verneige mich in Demut. Ich wusste nicht, dass es so gut ist. So, es Kleidung ist wenig und jetzt auch noch, Nähmaschine. Der letzte Schliff und das hätte ich selbst bemerken müssen, nicht wahr? So, ich habe hier irgendwo Grammophon. Aufpreis 25, Alter. Er ist nicht komplett verarschen. Ah. Na dann, komm, machen wir mal eine Expedition ins Land der Löwen. Dann weisen wir hier gleich mal ein Schiff zu. Achso, ja gut, das muss erstmal wieder laden, das Spiel. Sobald es geladen hat. Ach, toll. Was ist jetzt? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was gerade passiert ist. Ich würde erstmal sagen, ich beende die Folge an dieser Stelle. Es wird mal was Kurzes. Und dann werde ich mich mal auf die Fehlersuche begeben, warum Anno die ganze Zeit so hängt. Ja. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Bis dahin. Ciao.